Heute, am 4. Advent, steht eine besondere Person im Mittelpunkt des Tagesevangeliums. Es ist eine Person, zu der ich zugegebenermaßen lange Zeit ein gespaltenes Verhältnis hatte. Es hat eine Weile gedauert, ehe ich gemerkt habe, dass das nichts mit der Person als solcher zu tun hat, sondern vielmehr mit dem, was andere aus ihr gemacht haben und mit gewissen Traditionen und Vorstellungen davon, welche Erwartungshaltungen an Frauen daraus abgeleitet wurden. Ich rede natürlich von Maria, der Mutter Jesu. Heutzutage ist mein Verhältnis zu Maria auf jeden Fall geordneter und ich kann super viel aus dieser interessanten Figur für mich und auch für mein Leben mitnehmen. Der Text des heutigen Evangeliums stellt, wie gesagt, eben diese Frau in den Mittelpunkt. Er erzählt von der Ankündigung der Geburt Jesu. Eigentlich ist das eine ziemlich krasse Story. Da kommt auf einmal so ein Engel und sagt einer jungen, ledigen Frau: Hey, du bekommst bald ein Kind, hab keine Angst, das hat alles so seine Richtigkeit. Das Kind ist übrigens von Gott, denn nichts ist unmöglich. Und das Kind ist Gottes Sohn, nenn ihn bitte mal Jesus. Also, wäre mir sowas passiert, dann hätte ich wohl erst einmal an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt. Und selbst wenn ich dann danach irgendwann diesem Engel Glauben geschenkt hätte, weiß ich nicht, ob ich einfach gesagt hätte: Hey, alles klar, danke für die Vorwarnung, Gabriel, toller Plan, bin dabei, Daumen hoch. Ja, okay, ganz so ist das wahrscheinlich bei Maria nicht abgelaufen. Aber wir wissen ja nun mal, dass Maria nicht vollkommen durchgedreht ist und gesagt hat: Sucht euch eine andere, ich mach da nicht mit. Sondern irgendwie hat sie es geschafft, diesem Engel zu vertrauen. Und mehr noch, sie hat Ja gesagt. Und dieses Ja war folgenschwer. Die Geschichte hätte ja auch anders ausgehen können, ist sie aber nicht. Maria hat Ja gesagt und damit dem Kommen Gottes auf die Welt den Weg geebnet. Ich finde das immer wieder krass, wenn ich darüber nachdenke. Ja, ein klitzekleines Wort, das riesengroße Folgen haben kann. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich diese Geschichte höre. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, dann wird mir immer wieder deutlich, dass das in meinem Leben ja auch nicht so viel anders ist. Wie oft hat ein einfaches Ja schon vieles in meinem Leben zum Positiven verändert? Die Zusage nach einer Bewerbung etwa oder das Eingehen einer Beziehung. Mir fallen so einige Situationen ein, in denen mein Ja oder das Ja meines Gegenübers für mich folgenschwer waren, und zwar im positiven Sinne. Andersherum geht es mir aber immer wieder auch so, dass es mir schwerfällt, Ja zu sagen, wenn ich jemanden vielleicht nicht so akzeptieren kann oder will, wie er oder sie gerade ist. Oder aus welchen anderen Gründen auch immer. Dann hat das Fehlen eines Ja's auch Folgen. Für mich ist dieser 4. Advent eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche Folgen so ein Ja haben kann und welche Folgen mein Ja, meine Zusage schon für mich und andere hatte. Wir Menschen sind immerhin alle auch darauf angewiesen, dass andere Personen Ja zu uns sagen. Ich finde, es lohnt sich, diese Dynamik des Ja's immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Wann hat mein Ja etwas verändert? Wann hat mein Ja etwas verhindert? Wann fiel es mir schwer, Ja zu sagen? Wann brauche ich ein Ja meines Gegenübers? Das sind auf jeden Fall Fragen, denen ich heute noch ein wenig nachgehen werde.